Willkommen zurück zu Let's Build a Compiler. In dieser Folge werden wir erstmals Code generieren, den wir auch wirklich ausführen können. Mein Name ist Yankee, ich wünsche euch viel Spaß und macht mit. All der generierte Bytecode ist natürlich langweilig, wenn wir ihn nicht ausführen können. Deswegen zeige ich euch als nächstes, wie wir selbiges tun. Dafür brauchen wir Jasmine, das könnt ihr euch auf jasmine.sourceforge.net herunterladen. Geht dann hier auf Download. Dann hier auf das weitere Download, dann bekommt ihr eine ZIP-Datei. Ich habe sie hier schon heruntergeladen. In der ZIP-Datei findet ihr ein jasmine.jar, das ist die einzige Datei aus diesem ZIP, die ihr braucht. Die extrahiert ihr an einen Ort, den ihr euch merken könnt. Das wäre bei mir hier im Verzeichnis lib. Im Compiler habe ich das neben mein Antler-Jar gelegt. Und dann können wir eine Beispieldatei erstellen mit Instruktionen, die wir kompilieren und ausführen können. Dafür erstelle ich jetzt eine neue Textdatei, die nenne ich jetzt helloworld.j. Und in dieser Datei deklarieren wir jetzt eine Java-Klasse, die helloworld heißt und die von java-lang Object ableitet und die eine Methode hat, die public ist, static ist, main heißt, als Argumente ein Array vom Typ Object, vom Typ Java lang String bekommt, die keinen Return Type hat, die ein Stack-Limit von 100 hat und die ein Limit für unsere lokale Variablen-Tabelle von 100 hat. Hier ist dann die Methode zu Ende. Das können wir noch ein bisschen einrücken, dann können wir es besser lesen. Die meisten Elemente hiervon werde ich später noch mal erklären, also genau wie das Format hier von den Argumenten aussieht, was wir alles noch für Typen haben. Was wir hier mit dem Limit später noch alles anstellen können, das wird alles noch erklärt. Aber für das Erste reicht es erstmal, dass wir hier etwas ausführen können. Um jetzt einfach mal 42 auszugeben auf der Konsole, würden wir in Java schreiben, jetzt nur mal als Beispiel hier rein, system.out.println 42. Wenn wir das in Jasmine ausdrücken wollen, dann brauchen wir einmal das Objekt, was sich hier hinter System.out verbirgt. Das müssen wir auf den Stack legen. Das tun wir, indem wir getStatic java lang System.out aufrufen. Also System.out ist hier dieses System.out. Das java lang ist normalerweise nicht nötig in Java, dass ihr es angibt, aber das ist der volle Package Name von dieser Klasse, von der Klasse System. Den Typ, den dieses Objekt hat, müssen wir hier auch angeben. Das machen wir, indem wir schreiben L für, ist es ein Objekt, und dann der Fully Qualified Class Name. Das ist ein Java IO Print Stream. Dann brauchen wir die Konstante, hier die 42, die wir auch auf den Stack legen wollen, damit wir sie ausgeben können. Dafür nehmen wir einfach LDC 42. Und jetzt müssen wir die Methode println noch aufrufen. Das geht ganz einfach mit invoke virtual. Und dann müssen wir leider wieder den kompletten Pfad angeben von der Methode, die wir aufrufen wollen. Das ist nämlich in Java IO printStream, die Methode printLine, die als Argument ein Integer bekommt und kein Return-Wert hat. Dann brauchen wir noch einen Return, um anzuzeigen, dass die Methode zu Ende ist. Das braucht ihr in Java nicht, wenn es eine Void-Methode ist, aber hier im Instruktionscode müssen wir das Return immer angeben. Die Leerzeilen nur zur Lesbarkeit. Und dann können wir diese Datei einmal zu einer Java-Klasse kompilieren und ausführen. Dazu rufen wir einfach java-jar
lib.jasmine.jar, weil es bei mir eben da liegt. Wenn es bei euch woanders liegt, müsst ihr eben einen anderen Pfad angeben und übergeben unsere helloworld.j-Datei. Dabei wird eine helloworld.class generiert. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier die J-Datei und die Class-Datei. Und die Class-Datei können wir jetzt einfach aufrufen, indem wir hier Java Hello World ohne das .class angeben. Und wie ihr seht, wir erhalten die 42. Wie können wir solche Klassen jetzt also als nächstes automatisch generieren? Dafür nochmal kurz einen Blick zurück auf die J-Datei, die ich erstellt habe. Hier seht ihr, dass wir zuerst das Objekt auf den Stack gelegt haben, auf dem wir die Methode aufrufen wollen. Wir wollten nämlich auf das Objekt, was hier zurückgekommen ist, ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit ihr alles seht, die Methode printline aufrufen. Diese Instruktion, das invoke virtual, nimmt so viele Elemente vom Stack, wie es Parameter hat, plus noch eins für das Objekt, auf dem die Methode aufgerufen wird. Das heißt, die Methode hier kriegt ein Parameter übergeben, den nimmt es sich vom Stack, das ist hier 42, und dann nimmt es sich noch das nächste Element vom Stack, was dann das Objekt ist, auf dem die Methode printline hier aufgerufen wurde. Das ist dann unser Java-Lang-System-Out. Praktisch für das, was wir bis jetzt gemacht haben, bedeutet das, wir können einfach statt dem LDC 42 den von uns generierten Code einfügen und würden dann am Ende unser Ergebnis von unseren bis jetzigen einfachen Additionen auf dem Stack liegen haben und könnten dieses Ergebnis dann einfach ausgeben. Und das wollen wir jetzt als nächstes tun. Dafür müssen wir jetzt unseren Compiler hier so anpassen, dass er nicht nur einfach die Instruktionen ausgibt, also nochmal zur Erinnerung, im Moment sieht die Ausgabe unseres Programms so aus, sondern es muss das vollständige Skelett, was Jasmine von uns verlangt, auch noch drumherum sein. Und das hier soll jetzt in dieser Datei nur statt dem LDC 42 drinstehen. Was machen wir also? Wir kopieren uns einfach diese ganze Datei einmal in die Zwischenablage. Dann erstellen wir uns eine kleine Hilfsmethode. Die kriegt dann unsere Instruktionen übergeben. Wir nehmen dann hier einfach nur Return und pasten hier unsere ganze Jasmine-Datei rein, unsere Beispieldatei. Dann werdet ihr vielleicht sagen, hey, wie hast du das gemacht, dass man das hier einfach so reinpasten kann mit den Zeilenumbrüchen? Wenn ihr das auch machen wollt, dann müsst ihr in Eclipse hier auf Window, Preferences gehen und unter Java Editor Typing Escape Text when Pasting into a String Literal aktivieren. Jetzt wollen wir hier statt dem LDC 42 unsere Instruktionen ausgeben. Und schon ist unsere kleine Hilfsmethode fertig. Und hier werden wir entsprechend bevor der Ausgabe noch ein create-jasmine-File zwischenhängen. Jetzt führe ich unseren Compiler wieder aus. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier unsere Jasmine-Beschreibung und hier sind unsere generierten Instruktionen. Die Instruktionen sind jetzt natürlich noch nicht ganz korrekt, das müssen wir auch noch eben schnell richten. Dafür gehen wir in unseren Visitor und nehmen hier statt Addition iAdd, weil das ist unsere korrekte Addition zum Addieren. Und statt einfach nur der Zahl muss hier auch noch ein LDC vor, für LoadConstant. Dann führen wir das Ganze nochmal aus. Und wie ihr seht, hier habe ich das LDC vergessen, nur in dem Fall ist es berücksichtigt. Das müssen wir auch noch einbauen und das ist hier. Dann führen wir es wieder aus. Und schon haben wir eine Jasmine-Beschreibung, die erstmal ganz okay aussieht. Ja, die Einrückung hier ist nicht unbedingt schön, aber das stört uns nicht weiter. Dann kopieren wir uns als nächstes unsere generierte Jasmine-Klassenbeschreibung,
speichern die eine Textdatei. Ich überschreibe hier einfach unser bisheriges Hello World Example. Dann übersetzen wir das wieder zu einer Java-Klasse. Und dann führen wir die Klasse aus. Herausgekommen ist 56. Jetzt wollen wir noch einmal überprüfen, ob das denn auch wirklich stimmt. Dafür schauen wir hier in den Code, den wir hatten. Und da haben wir 3 plus 42, das sind 45. 45 plus 5 sind wir bei 50, plus 6 sind wir bei 56. Also hat es gestimmt. Hier ist nochmal der Prozess im Überblick, den wir jetzt entwickelt haben und in den nächsten Videos verfeinern werden. Wir haben angefangen mit einer Grammatik, unserer Demo-Grammatik. Aus dieser Grammatik haben wir von Antler einen Lexer und einen Parser generieren lassen. Dann haben wir diesen Lexer und Parser mit einem Input-Programm gefüttert, wo dann ein Syntaxbaum herausgekommen ist. Aus diesem Baum wiederum haben wir mit Hilfe eines Visitors Instruktionscode generiert. Dann haben wir aus diesem Instruktionscode mit Hilfe von Jasmine eine Java-Class-Datei erstellt. Und schließlich haben wir diese Datei mit der JVM ausgeführt und sind zu einem Ergebnis gekommen. In den nächsten Videos werden wir Tests für unseren Compiler entwickeln und unsere Sprache mehr Kontrolle geben, damit wir mehr erreichen können, als nur eine Zahl auszugeben. Lasst mir eure Fragen und euer Feedback in Form von Kommentaren und Daumen da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Vielen Dank an Garderol, der mir für die Aufnahmen sein Studio zur Verfügung stellt. Mein Name ist Yankee, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Build a Compiler.